Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Heute geht es hier um den Fendt Farmer der 300er Serie mal wieder. Ja, es ist inzwischen schon mal ein Update rausgekommen, aber er war nicht logfehlerfrei und diesen habe ich jetzt gesehen gehabt. Ja, der war logfehlerfrei. Finde ich ganz cool das Ganze. Ist leider hier nicht für die Konsolen hier verfügbar. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Wurde jetzt, was wurde hier bei Ihnen gemacht? Es wurde hier die Konsole, also ein Bass-Klinklader ist jetzt vorhanden. Dann haben wir hier einen realistischen Drehmomentverlauf eingebaut. Ein 4-6-Gang-Getriebe ist hier drin. Ja, soweit das hier noch dasteht. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier natürlich im Shop jetzt natürlich genauer an. Ja, das gute Stück, ja, kostet so, ja, da steht hier 44.000 Euro in Anschaffung und Miete sind wir bei 2.244 inklusive. Wir haben hier eine Leistung von 58 PS, entsprechend hier 43 kW. Jetzt hier, wie man sehen, LS hier, also ein Heckantrieb. Dann gibt es das Ganze natürlich als LSA. Da sehen wir jetzt, hier ist hier die Welle hier verfügbar. Ja, Turbomatic, wie wir ja sehen, das Ganze ja auch. Ja, als Allrad-Variante. Dann gibt es das Ganze hier mit 62 PS, entsprechend hier 46 kW als LS. Und dann natürlich gibt es das Ganze hier natürlich als Heck- und Frontantrieb, also Allrad-Variante, bevor ich irgendwie Blödsinn rede natürlich. Dann als nächstes gibt es den 306er mit 70 PS, entsprechend hier 51 kW. Ja, da gibt es dann die Motorisierung D226-4B. Dann das Ganze als LSA genauso nochmal. Und als nächstes gibt es hier einen anderen Motor. Da haben wir den D226-B4 als LSA und dann das Ganze gibt es jetzt nochmal den 307 LS mit 70 PS, entsprechend hier 51 kW. Da haben wir den TD226-B3 und das Ganze gibt es dann natürlich für den LSA genauso mit 75 PS, entsprechend hier 55 kW. Dann als nächstes natürlich den 308er LS. Ja, mit 86 PS entsprechend hier 63 kW. Da haben wir den TD226-B4. Dann als nächstes gibt es natürlich als LSA genauso noch einmal. Dann gibt es den 309er. Ja, LS TD226-B4. Da haben wir 90 PS entsprechend hier 66 kW. Das Ganze natürlich gibt es für den LSA genauso. So, und dann gibt es das Ganze hier natürlich also aufgedreht hier. Da haben wir hier den 309er LSA mit 114 PS, entsprechend hier 84 kW. Dann gibt es das Ganze natürlich als Edition mit 143 PS, entsprechend hier 105 kW. Und dann sind wir wieder bei Anfang an. Da, wie wir sehen, jetzt hier die Bereifung. Da haben wir hier den 520, 70, 38 und 320, 85, 28. Dann haben wir jetzt die kleineren mit vorneren Verstellfelgen. Dann gibt es das Ganze mit voll, also Material. Dann hier 580, 70, 38 und 480, 70, 26. Dann haben wir hier vorne das ganz also optimal für Leute dann hier natürlich, wo jetzt die also ohne die Allrad-Variante spielen natürlich möchten, ist das Ganze so hier dargestellt, finde ich ganz coole Sache. Es steht mal hier Front Eigenbau, steht da schon mal da hier, da gab es das Ganze noch als Pflegebereifung. Dann Zwillingsbereifung hinten, dann Zwillingspflegebereifung hinten. Dann hier allgemeine, wie man sehen, hier natürlich die Zwillingsbereifung. Dann gibt es das Ganze hier, wie man sehen, nochmal als Art Pflegebereifung. Dann hier mit Verstellfelgen. Dann mit geschlossenen Felgen. Ich glaube, jetzt bin ich schon langsam wieder durch. Ja, jetzt bin ich durch.
bevor das unnötig länger dauert. Ja, dann haben wir drei Varianten der Auspuffanlage. Das ist hier eins. Hier die zwei geht hier unten entlang. Dann hier die drei Edelstahlauspuff und dann wieder der Standardauspuff. Rundumleuchte haben wir linke Seite, rechte Seite, beide Seite oder keine Seite natürlich. Kotflügel können wir hier hinzufügen. Da können wir uns den ja natürlich beispielsweise entsprechend hier uns den Traktor so beispiel kaufen, natürlich wie wir möchten, zum Beispiel so her oder natürlich ohne Allrad, weil je nachdem, wofür er gebraucht wird. Cool finde ich das Ganze jetzt ist hier mit Gewichteträger. Dann haben wir hier eine Frontelektraulik. Das Coole ist dran, wenn wir die gekauft hatten, wir können sie mit Simple IC ausblenden. Halt, dieser Mod ist halt leider nicht für die Konsolen verfügbar, falls ich das vergessen haben sollte. Ja, es gibt ja natürlich auch eine eigene Playerliste für Mods, was rein für Konsole sind. Da ist es halt nicht sortiert. Aber gibt es eine natürlich. So, jetzt tun wir die natürlich wieder weg. Dann haben wir als nächstes hier, also Frontladerkonsole von Stoll. Oder natürlich Bass-Klinklader. Finde ich ganz coole Sache, das Ganze. Ist ein separater Mod. Findet ihr bei mir natürlich auch in meinem YouTube-Kanal. Ich glaube bei Diverses oder ist es Anbauten. Da müsst ihr mal schauen, da findet ihr das natürlich. Also Hauptfarbe hier wählbar in die Originalfarben. Natürlich, also kann man auch sagen, hier verblasste oder kräftige. Ja, es ist eine ganz coole Sache, das Ganze, wie wir sehen. Ja, haben wir doch hier einiges verfügbar. Ja, das können wir auch noch gleich mal schauen. Hier beim Bass haben wir hier die Möglichkeit, uns natürlich auch hier die mit der extra Farbwahl. Kennzeichenwahl ist natürlich so und so hier verfügbar. Vorne und hinten, wie wir sehen, haben wir jetzt hier natürlich verfügbar. Ich finde, es ist ein cooler Mod. Schauen wir uns gleich natürlich nochmal hier die Logdatei an. Sehen wir hier, unsere Logdatei ist hier logfehlerfrei. Das ist das, finde ich, als Wichtigste überhaupt, wenn man hier natürlich LS spielen möchte. Hier habe ich uns den schon mal gekauft, wie man hier sieht, hier. Ja, da hat man schon einiges dran gemacht. Hier auch mit Verschmutzung und natürlich den Lackverschleiß. Ja, hier genauso. Hier sehen wir jetzt, da können wir das hier ein- und ausblenden. Finde ich cool. Ja, und hier hinten habe ich einen schon mal dastehen für uns, für unseren Test natürlich, wo wir uns den jetzt natürlich auch anschauen. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie ein Problem mit also der Elektraulik. Das ist der mit mehr Power. Quietschlupe. Ist das Problem immer noch nicht behoben? Vielleicht, ja, wir können es dann nachher noch mal anschauen wegen, ja, wie soll ich sagen, Reifen. Ob das dann anders ist, wir nehmen es dann mit einem kleineren Rad uns dann noch mal einholen. Aber wir machen erstmal hier unseren Attacher-Test natürlich fertig. Hat
man hier dieses Problem, dass die Leitungen nach irgendwie nach hinten oder wohin verschwinden, wie wir das sehen. Ach nein, er landet hier für den Frontlader da. Ja, das ist aus, ja, eine Kleinigkeit, wo der Motor vielleicht noch machen müsste. Aber ich finde den Schlepper sonst ganz gut. Ist meine persönliche Meinung. Schade finde ich halt, dass die Welle hier nicht animiert ist. Das ist auch eine Sache, was mir nicht so gefällt. Schau mal hinten. Hinten passt es, wie wir sehen. Und das ist eine Einstellungssache vorne. Ich bin kein Motor, kann das nicht machen. Der Punkt, es ist auch nicht die Originalkupplung, wie wir gesehen haben. So, jetzt sind wir innen drin. Schauen wir uns das Ganze mal hier so her. Also ich kann jetzt mit denen hier das Fenster einen Spalt aufmachen, wenn das mal reagiert natürlich. Alles geht hier komplett auf. Okay, dann ist das andere. So, dann ist es der da hier. Man sieht hier diese komische Animation. So, dann müsste der jetzt Spalt sein. Genau. Machen wir erstmal hier das Loch zu. Wir können hier das Fenster aufmachen. Wir können jetzt hier das Fenster aufmachen. Da hat man die Button hier versetzt, wie man sieht. Und hier kann ich es komplett aufmachen. Dann ist hier die Seite. Das machen wir mal zu. Dann hat man jetzt hier, das finde ich ganz gut, muss ich wirklich sagen, man hat hier oben, ich hatte Probleme gehabt, den aufzumachen. Da hat man jetzt hier den hingemacht für oben. Für das Dachfenster. Wie man jetzt sieht. Schauen wir nochmal hier, ob noch irgendwelche Sonderfunktionen sind. Nein, wir sehen hier keine Sonderfunktionen. Ich jedenfalls finde den Schlepper ganz gut gemacht, wie gesagt. Außer das mit der Front. Helikraulik, damit die Unterlenker, das Ganze. Wir machen jetzt mit denen hier unseren Silo-Fahrt und dann nehmen wir uns einen anderen Schlepper. Schauen uns mal mit einem anderen Schlepper mit vorne mit den kleineren Rädern, ob das dann besser ist. Aber es sollte normalerweise natürlich hier von der Frontelektronik der Unterlenker mit dem Oberlenker weiter runter gehen. Natürlich kann man das mit dem Oberlenker einstellen, soweit ich weiß. Wir nehmen hier jetzt unseren Kaweco. So, weil also lässt sich wirklich anders da fahren als wie letztes Mal, wo ich in Erinnerung habe. Was ist denn jetzt los? Kommst du jetzt um die gerade Kurve? Also wir sehen hier, er schaltet und schaltet und schaltet. Ja, das ist jetzt mit dem realistischen Drehmoment, wie gesagt, er geschrieben hatte. Also wir schaffen es mit denen hier, glaube ich, nicht. Schauen wir nochmal.
mal zu wenig Speed auch drauf am Anfang. Mal schauen, ob er sich durchgräbt. Nein, hier ist Schicht im Schack mit denen. Stellen wir den so hinten zurück. So, schauen wir mal, 60 km/h soll das schnell sein. Ist maximal. Jetzt nehmen wir hier den normalen, also den Oettinger mit die zwei Achsen, also den Einschafter nicht, also mit dem Drehmoment, so wie er jetzt gemacht worden ist. Ich bin zu nah dran, die Kollision, wie wir sehen. Uah. Sieht hier, ich habe mit denen schon mehr Schwung. Um ehrlich zu sein, jetzt bin ich schon langsam ein bisschen enttäuscht. Das ist wirklich der mit mehr Power. Nur 26 Kubik, also muss man wirklich sagen, also ich stehe immer noch mit Bleifuß drauf. Vielleicht sollte dann, denke ich mir, achtens der Motor den noch mal ein bisschen mal anschauen. Es ist ein bisschen mit den Drehmomenten ein bisschen übertrieben, also ich glaube in Real Life würde es mit der Leistung, mit der Bereifung, die würden die Räder durchdrehen, durchgraben oder eingraben, irgendwas in der Richtung würde passieren. Würde ich mal sagen. So, jetzt hängen wir den ab. So, fahren mal zurück, schauen uns das Ganze nochmal mit den Frontelektraulik das Ganze nochmal an. Und danach kommt natürlich dann auch hier unser Lichttest. Sollte auf alle Fälle nicht fehlen. Deswegen also machen wir nachher mit den anderen Kollegen. So, dann gehen wir gleich nochmal in den Shop rein und schauen das Ganze dann nochmal an. Ein bisschen die Ohren, muss ich wirklich zugeben. So, da haben wir ja uns. Wir wollen natürlich jetzt hier das Ganze nochmal wissen. Hier, das wollten wir das hier. Und dann natürlich nehmen wir hier. Hier nehmen wir den da so jetzt. Weil wir wollen jetzt das mal hier schauen, wie ihr das nachher ist. Es kann aber und darf mal nicht sein, dass ich jetzt hier den Traktor mit der Bereifung umstellen muss, dass ich vorne her ein Mulch oder irgendein anderes Anbaugerät auf maximale Tiefe runterkriege. Aber natürlich mache ich das jetzt für euch, um euch das zu zeigen. So soll es eigentlich auch normalerweise sein. Jetzt haben wir den hier mit der kleinen Bereifung. So, wie wir gesehen haben, Schaltung ist so animiert. So,
schauen wir mal auch uns das mal an. Hab hier eine Seite, habe ich ja noch so einen Button. Da können wir auch gleich nochmal schauen, was jetzt damit auf sich hat. Also wenn man sieht hier, wenn ich die Bereifung drauf habe, geht das ja natürlich. Aber jetzt gehen wir mal in die Innensicht nochmal rein. Wir haben hier in der Seite so einen Button. Was es damit auf sich hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich komme aber, um ehrlich zu sein, an diesen Button nicht so richtig, ich komme nicht dran. Wie man sieht, hier, die werden hier rot. Das geht schon. Das hier alles. Aber was es mit dem Button auf sich hat, da kam die Meldung, muss den Motor starten. Aber weiß jetzt, was es jetzt auf sich hat. Wie wir hier sehen, jetzt hier, wenn ich jetzt die Welle einschalte, dann geht hier der Kollege. Gehen wir nochmal in die Außensicht. Jetzt können wir das Ganze nochmal auf den Heck hier nochmal versuchen. Was jetzt mit denen auf sich hat. Passiert oder so. Komm nicht ran. Senkt mal einfach mit, also der Tastenbelegung natürlich das Ganze. Nein, geht immer noch nichts. Da sieht man aber auch nichts, dass hier nichts animiert ist. Das ist schade irgendwie, muss ich wirklich sagen. Was jetzt mit denen auf sich hat. Wir stellen hier jetzt den Kollegen mal so noch hierher. Für unser Fotoshooting. Und ja, gehen aber noch hier in den anderen mit dem Frontlader rein. Vielleicht ist da irgendwas, man weiß es ja nicht. So. Hüpfen mal rüber und sind jetzt hier natürlich drin. Leider die Animation oder Funktion, dass ich den hier einschalten kann mit Simple IC, ist noch nicht verbaut. Vielleicht kommt das, wissen wir ja nicht. So, hier geht auch nichts. Wir den jetzt hier auf unseren Side-Tech. Schauen wir uns mal ran. Sind wir jetzt hier die Front, also Lader, also der bewegt sich. Wir haben hier keine Animation da irgendwo dabei. Für was jetzt der hier, Entschuldigung, jetzt habe ich die Maus verschoben. Für was jetzt der hier dieser Button ist, keine Ahnung. Leider, dass es hier also bei Simple IC diese Funktion leider hier nicht gibt. In der unten so ein kleines Fenster drin, was man jetzt gerade für eine Funktion auswählt. Ja. Jetzt natürlich kommt unser Lichttest dran. So, gehen wir mal in die Nachtschicht rein. Ja, also die Reflexion hinten ist immer noch nicht, also gegeben, das Bremslicht, wie wir sehen. Das normale Licht, ja, das passt schon, wie wir sehen. Numbit 6 ist hinten, Numbit 5 vorne. Blinker, das passt. Jetzt schauen wir mal innen natürlich rein. Wir wollen ja wissen, ich schalte mal, aktivieren wir mal Simple IC. Blinker, Kontrolllampe, wie wir sehen. So, jetzt haben wir hier die Fahrtrichtung mit uns angezeigt. Das ist für die Leute, was also so getönte Scheiben haben, dass sie nicht wissen, wo lang sie fahren. Jedenfalls die Kontrolllampen für also das normale Licht ist da. Arbeitsscheinwerfer haben wir, wie man sehen, hier keine Kontrolllampe. So, jetzt gehen wir hier in diese Tagesgeschichte wieder über.
schalten wir ihn aus. So, da sehen wir hier, was hier aktiv ist und nicht. Ich finde jedenfalls, er ist wirklich soweit das ganz gut gemacht. Außer halt die paar Kleinigkeiten. Wir haben hier das eine Gaspedal. Die anderen, das ist also Bremspedal. Also Kupplung sehe ich jetzt nicht. Das ist halt schade. Jedenfalls cooler Mod. Lokfehlerfrei, wie wir hier sehen. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.